Shalom, Shalom. Wir grüßen euch wieder herzlichst aus der Perle Afrikas, Uganda. Ich habe heute die Freude, mit dem Pastor Elia Wolf hier zu sein. Und zwar ein geborener Zigeuner. Das ist der Lost Tribe of Israel. Das ist wirklich ein Teil von Israel. Und da kannst du richtig dich freuen, Amen, dass du zu dem Volk Israel gehörst. Und er hat mehrere Bücher geschrieben, aber heute wollen wir die letzten zwei vorstellen. Und er spricht so das Fundamentale an im Reich Gottes. Zum Beispiel das erste heißt, Gott wollte Kinder, nicht Sklaven. Und es ist sowas von wichtig, dass Gott sagt, wir sollen werden wie die Kinder. Wir sollen voller Vertrauen werden, voller Glauben, nichts hinterfragen, einfach Gott unser Leben hingeben. Wisst ihr, wie meine Kinder sich so an mich her gekuschelt haben, habe ich gespürt, diese Liebe, dieses Vertrauen. Und ich wollte das nie enttäuschen. Und in dem Ausmaß, wie wir Gott vertrauen, Gott kann die nicht enttäuschen, die ihm hundertprozentig vertrauen. Amen. Und darum ist das erste Buch sehr wichtig. Gott wollte Kinder, nicht Sklaven. Und jetzt hat er wieder ein Buch geschrieben. Gott wollte Liebe, keinen Zwang. Und dazu möchte ich gerne, dass du zuerst was sagst. Weil das sind fundamentale Prinzipien im Reich Gottes. Und wir haben so viele religiöse Muster geerbt durch unsere Kultur, durch einfach unser Leben in den vielen verschiedenen Nationen. Ich habe meinen Papa mal gefragt, Papa, bist du überhaupt Christ? Sagt er, was hast du denn? Bin doch Österreicher. Halleluja. Also bitte, Elia. Elia ist ein wunderbarer Mann Gottes. Er ist Pastor. Er hat eine gute Familie, hat einen wunderbaren Vater gehabt, der großes Fundament in sein Leben gelegt hat. Und seine Mutter ist eine sehr heilige Frau. Seine Frau ist eine sehr heilige Frau. Und das Kindlein, das Gott ihnen geschenkt hat, ist ein herzerfrischendes Kindlein. So, Elia, sag etwas zu diesem Buch. Erstmal zuallererst danke, dass wir hier bei dir sein dürfen, in der Perle Afrikas. Es ist wirklich die Perle Afrikas. Und ich glaube, Gott hat durch Maria dieses Land auch zu einer Perle wirklich gemacht. Also es ist super stark zu sehen, was hier in Uganda geschieht. Und das ganze Team kann es, glaube ich, auch sagen. Es ist einfach nur krass. Wir laden euch echt ein, kommt mal nach Uganda. Hört euch an, was Gott hier Großes schon getan hat. Wir haben es heute an einem Tag gar nicht geschafft, alle Komplexe abzufahren, weil Gott immer mehr am Bauen ist, immer mehr am Erweitern ist. Und ich denke und hoffe, dass auch das bald in Europa geschehen wird, in Jesu Namen. Amen. Nicht nur in Afrika, aber Afrika. Ja, Gott liebt diesen Kontinent und auch dieses Land Uganda, glaube ich. Maria, wir lieben die Beziehung zu dir. Danke dir, dass du sogar für das neue Buch ein Vorwort geschrieben hast. Amen. Es ist so ein essentielles Thema, und zwar die Liebe zu Gott. Amen. Und ich bin ein sehr junger Pastor und darf in meinen jungen Pastorenjahren aber schon erleben, wie viel Christen sich bereits in ihren kurzen Christzeit extrem großen Druck machen. Sei es in dem Thema Beziehung mit Gott, sei es in dem Thema Gebote halten, sei es in dem Thema Berufung. Es ist Druck, 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 Druck. Und ich glaube, Gott hat uns rausgerufen aus dem Druck und hineingerufen in die Freiheit. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass Gott kein Gott des Drucks ist, sondern ein Gott, der uns liebt und den wir lieben. Und aus dieser Liebesbeziehung resultiert so starke Dinge. Ein Zeugnis jetzt nehmen wir mal Maria. Sie liebte Gott und aufgrund dieser Liebe war sie gehorsam und ging nach Afrika. Und was sehen wir? Starke Resultate. Nicht aus Zwang, oder? Nicht aus Druck, nicht aus Erfolgsorientierung, sondern aus einem Grund, weil sie Gott von ihrem ganzen Herzen liebte. Und wir sehen einfach, in der Liebe zu Gott ist ein Schlüssel für die ganze Menschheit. Und ich möchte eine Bibelstelle vorlesen, die mich sehr geprägt hat. Es gibt eine Gemeinde in der Bibel, die im Neuen Testament am meisten erwähnt wird. Und das ist die Epheser-Gemeinde. Ja, wir lesen Apostelgeschichte, Paulus liebt die Epheser. Wir lesen den Epheserbrief, als die zwei Timotheusbriefe geschrieben wurden, war Timotheus in Ephesus. Das heißt, auch diese Briefe gingen nach Ephesus. Und wir haben Offenbarung Kapitel 2, das Sendschreiben an den Engel der Gemeinde in Ephesus. Das heißt, Gott hat echt einen Plan gehabt mit Ephesus. Und was war so ausschlaggebend bei dieser Gemeinde oder in dieser Gemeinde? Es war die Liebe zu Gott. Sie liebten Gott von ihrem ganzen Herzen. Und 94 nach Christus, Johannes hat die Offenbarung geschrieben und wir sehen das Ende der Epheser-Gemeinde. Und hier lesen wir etwas sehr Trauriges zum Teil, aber etwas auch was sehr Fröhliches, aber etwas, was für uns essentiell ist. Ich möchte mal lesen. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält.
der inmitten der siebenen goldenen Leuchter wandelt. Wer ist es? Es ist Jesus. Er wandelt durch die siebenen goldenen Leuchter. Er hält alles in seiner Hand und er möchte ganz neu durch die Gemeinden wandeln. Lass uns ihm die Tür öffnen als Gemeinde in Deutschland. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sie sind es nicht. Und du hast sie als Lügner erkannt und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren. Und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Und als ich diese Stelle zum ersten Mal las, vor langer, langer Zeit, machte ich dir einen Stopp und sagte, Gott, bitte sag das irgendwann zu mir. Wenn ich irgendwann vor dir stehe, will ich, dass du zu mir sagst, ich kenne deine Bemühungen, ich kenne deine Werke. Und das wünschen wir uns doch alle, oder? Amen. Dass Gott irgendwann sagt, ich kenne deine Werke, deine Bemühungen, dein Ausharren. Und mein Lebensziel war, dass Gott irgendwann zu mir sagt, mein Sohn Elia, ich kenne deine Werke, deine Bemühungen, dass du für mich gearbeitet hast. Und ich war so eifrig, sagte Gott, ich will jetzt Bemühungen, ich will Werke, ich will sehen, wie du wirkst. Und dann kommt aber Vers 4. Aber. Und wenn Gott aber sagt, haben wir ein Problem. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke, altgriechisch Ergon, also Taten oder Handlungen, tue die ersten Handlungen, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Wir haben ja eine Waage. Wir haben Werke, die ohne Liebe waren. Wir haben Bemühungen, die ohne Liebe waren. Wir haben Arbeiter, die für Gott gearbeitet haben, so stark, aber es war ohne Liebe. Und wir haben die reine Liebe zu Gott, ohne Bemühungen, ohne Werke. Und Gott sagt, ich beende diesen Gemeindebau, ich schmeiß alle Bemühungen weg, weil für mich ist die Liebe zu mir wichtiger als all deine Werke. Und als ich das gelesen habe, wurde mir ein was klar. Gott möchte nicht meine Bemühungen in erster Linie. Gott möchte nicht meine Werke, er möchte die Liebe zu mir. Und daraus resultieren Bemühungen, daraus resultieren Werke. Aber wenn wir das Fundament, das Motiv, die Liebe zu Gott verlieren, verlieren wir das ganze Ding, eigentlich alles, was wir benötigen. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, Geschwister. Bedenke nun, wovon du gefallen bist. Als wir Christen wurden, haben wir an Bemühungen gedacht, haben wir an Werken gedacht. Als wir Christen wurden, als wir Jesus erkannt haben, dass er unser Retter und Erlöser ist, haben wir an Dienstbereiche gedacht. So oft machen wir uns Druck mit Bemühungen und Berufung. Wisst ihr, ich habe noch keinen Mann oder Frau Gottes gehört, die sich die Frage gestellt haben, wozu bin ich berufen? Im Gegenteil, sie waren in dieser Beziehung zu Gott. Sie waren in dieser Liebesbeziehung zu Gott. Und in diesem Überfluss kam Gott und gab ihnen eine Berufung. Als Apostel, als Hirten, als Lehrer, alles, was wir lesen im Epheser Kapitel 4 ab Vers 11. Aber was bedeutet das? Wenn wir in dieser Liebesbeziehung in Gott und mit Gott stehen, dann sind wir überflutet von der Gegenwart Gottes. Amen. Und von diesem Überfluss geben wir ab in die Welt. Was machen wir aber? Wir haben so viel Beziehung mit Gott und geben so viel ab. Bemühungen, Werke, Dienste. Und das ist dann Zwang. Und das ist ein Punkt, Geschwister, ein kleiner Punkt von so vielen Bereichen, wo wir Zwänge haben in unserer Christenheit oder Christentum mittlerweile, Maria, oder? Ja. Und deswegen heißt das Buch, Gott wollte Liebe, kein Zwang. Wenn es um Heiligung geht, wenn es um Bemühungen geht, wenn es um Beziehung geht, wollte Gott nie den Zwang ermitteln. So hätte er Roboter gemacht. Er wollte immer, dass alles aus Liebe zu ihm geschieht. Und ich denke, wir müssen ganz neu frei werden von innerlichem Druck, den wir uns oft selbst machen. Und Maria dazu ein super Vorwort. Die Beziehung zu Gott kann nur, sich voll entfalten, wenn es eine absolute Exklusivbeziehung ist. Halleluja. Wir sollen Gott lieben, das hast du auch da drinnen ganz wunderbar geschrieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit allem, was wir sind und haben. Hier, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Ja, ihr Lieben, da bleibt nichts übrig. Er will die absolute unumfochtene Nummer eins sein in deinem Halleluja. Leben. Und dann kommt das zweite Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und diese zwei Gebote hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also, Gott will eine absolute Exklusivbeziehung. Amen. Und natürlich,
die Liebe hat viele Facetten. Ja. Da ist ja diese erste Liebe für Gott. Aber auch die Ehe, ihr Lieben, ist eine Exklusivbeziehung. Gott hat nie ein Ehegesetz geschaffen, sondern einen Ehebund. Halleluja. Und beim Bund ist Gott Mann und Frau. Und ein Bund kann nicht gebrochen werden. Und ich habe meinen Söhnen bei der Hochzeit gesagt, auf Englisch, you have chosen the best, now leave the rest. Halleluja. Du hast das Beste gewählt, jetzt lass die anderen alle sein, okay? Ein Mann, der nicht eine Frau heiratet, die er als Nummer eins in seinem Leben sehen kann, die er, wo er weiß, das ist die Frau, die Gott für mich geschaffen hat, um mit ihr durchs Leben zu gehen und diese Einheit zwischen Gott, Mann und Frau zu leben. Das ist für mich keine Ehe. Das ist, darum haben wir Gesetze draus gemacht, weil wir wollten es verändern, verstehst du? Wir haben jetzt lauter Gesetze, jetzt kannst du alles heiraten, sogar einen Hund oder einen Computer. Das ist alles so daneben. Die Bibel fängt an mit einer Ehe, Adam und Eva und Gott. Hört auf mit einer Ehe, Jesus die Braut. Halleluja. Ja. Und eben das Zentrum ist Gott. Und dieses ganze Universum wurde geschaffen, damit der Vater eine Braut, eine Exklusivbraut für seinen Sohn bekommt. Und darum geht es, ihr Lieben. Er will Liebe. Liebe, und zwar Liebe. Ich habe jahrelang gekämpft mit der Verbindung Wahrheit und Liebe. Wahrheit ohne Liebe ist brutal. Aber Liebe ohne Wahrheit ist sentimental. Ist noch gefährlicher, weil es sich gut anfühlt. Ja. Okay. Und da ist so viel Sentimentalität, auch in unseren Gemeinden. Ach, du liebe Zeit. Und da wird der Herr aufräumen. Das wird alles noch mit dem Heiligen Geist durchdrungen. Okay. Und so war ich sehr begeistert, dass ich da ein Vorwort schreiben durfte zu diesem Buch. Und bei dem Vorwort ist mir die eine Schriftstelle eingefallen. Zuerst Psalmen 37,4. Habe deine Lust am Herrn. Und wie ich das erste Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, Lust und Bibel, das passt nicht zusammen. Mhm. Das ist ein Wort der Welt, Lust. Aber dann bin ich draufgekommen, dass Lust eine Steigerung von normaler Liebe ist. Eine Steigerung, es heißt, erstens einmal wird dein Leben dann lustig, wenn du deine Lust am Herrn hast. Das heißt, dass er deine Nummer eins ist in allem. Diese Exklusivbeziehung, wisst ihr? Und er möchte, dass wir wirklich mit Geist, Seele und Körper in ihn verliebt sind. Und ihm dienen. Und nicht aus Zwang, sondern aus Freude. Aus Hingabe. Aus Hingabe. Und wisst ihr, nur ein Mensch, der Gott mit ganzem Herzen liebt, kann sich ihm hingeben. Alle anderen geben Gott Anweisungen. Aber Gott braucht nicht deine Anweisungen. Er möchte deine Hingabe. Halleluja. Er möchte dass du dich ihm zur Verfügung stellst. Dass er mit dir machen kann, was er will, nicht was du ihm als Auftrag gibst, okay? So, weißt du, es ist alles so haarscharf. Eine Trennung zwischen Lüge und Wahrheit. Wisst ihr, die Hure und die Braut, die haben einen großen Unterschied. Die Hure tut etwas, dass sie was kriegt. Die Braut tut alles, weil sie schon alles bekommen hat. Amen. Und wir haben alles bekommen. Aus der Freude, die vor Jesus lag, hat er das Kreuz auf sich genommen. Wie ich das gelesen habe, habe ich gesagt, was war denn die Freude? Er hat gesagt, du und alle die sich mir hingeben, als meine Braut. Und so, wisst ihr, die Liebe wird dann auch Freude auslösen. Das ist das Nächste. Und alles, was wir aus Freude tun, das bereichert uns. Das bereichert uns. Ich tue gar nichts, weil ich tun muss. Ja. Ich tue alles, weil Gott es mir zeigt, dass er es vorbereitet hat. Und dann wandle ich mit ihm Schritt für Schritt und über das Ergebnis bin ich vollkommen schockiert. Und das ist doch ein entspanntes Leben, oder? Ein spannendes ein Leben. Ein Leben im Fluss der Liebe mit Amen, Gott. Amen. Es ist sowas von wunderbar und sowas von bereichernd, aber du verlierst dann die Kontrolle. Gott will die Kontrolle in deinem Leben bekommen. Wisst ihr, in der westlichen Welt wollen wir alles im Griff haben, alles in Kontrolle bekommen. Das ist nicht das ist der Baum der Erkenntnis. Mhm. Gott will, dass wir vom Baum des Lebens leben. Da will er dich in seinen Griff bekommen. Da will er dich so sehr im Vertrauen an sich ziehen können, dass er mit dir machen kann, was er will. Amen. Was er will, wie er will, wann er will, wo er will. Halleluja. Und dann wird er seinen Namen verherrlichen. Er wird dich zum Segen setzen
und er wird dir Freude und Frieden geben, wie die Welt nicht geben und nicht nehmen kann. So rate ich jedem, lest dieses Buch, Gott wollte Liebe, und lest auch das erste, genau. Gott wollte Kinder, nicht Sklaven. Beide gibt es auf Amazon, ja. Einmal Gott wollte Liebe, Gott wollte Kinder, keine Sklaven, gibt es für 8,56 Euro auf Amazon, und einmal gibt es Gott wollte Liebe, kein Zwang, für 9,56 Euro. Und wenn du noch richtig Lust hast, auch mein zweites Buch dir zu bestellen, Wunder über Wunder, gibt es für 3,56 Euro alles auf Amazon. Ja, danke. Also, weißt du, wir müssen ein neues Denken kriegen. Wir müssen unser Denken erneuern. Amen, auf jeden Fall. Wir müssen von den Prinzipien der Weltordnung wegkommen und hineinkommen in die Prinzipien des Reiches Gottes. Amen. Da würde ich euch auch noch raten, das Buch zu kaufen, auch bei Amazon. 40 Tage Reich Gottes. Amen, ja, auch stark. Und da wirst du auch spüren, wie viel weltliches Denken uns blockiert hat, auch in den Gemeinden. Denn die Bibel sagt, die Letzten werden die Ersten sein. Halleluja. Herr, ist in den Schwachen mächtig. Gib und du wirst empfangen. So, weißt du, Gott ist jetzt dabei, an uns ein großes Umdenken zu schaffen, damit wir so denken lernen, wie Gott denkt. Und wenn du dauernd auf der richtigen Spur bist, der Herr sagt, wir sollen täglich unser Denken erneuern, weil so wie der Mensch denkt, so ist er. Und zwar nicht mit dem Fernsehen, nicht mit YouTube, sondern mit dem Wort Gottes. Amen. Lass dich erneuern. Es ist eine Zeit, die noch nie so präsent war wie jetzt. Wir leben schon jetzt in einem Vorgeschmack für die Ewigkeit. Gott trennt jetzt ganz radikal. Und das ist aber gut. Denn Gott ist die vollkommene Wahrheit und die vollkommene Liebe. Ja. Lies das Buch. Denn ihr Lieben, wir brauchen die Wahrheit, die uns frei macht, die Liebe, die uns heilt, und das Leben, das uns erfüllt. Und das ist Jesus Christus, der Auferstandene, der nie in einer Kirche eingesperrt werden wollte, sondern in deinem und in meinem Herzen leben will und durch uns auf Erden seine Gegenwart spürbar machen will. Shalom, Shalom.